Es kommen jetzt zunehmend Publikationen raus und ich habe gerade heute wieder eine bekommen, in der belegt wird, dass es auch Schäden durch Masken gibt. Also dass sozusagen hier Daten geschaffen werden. Das Zweite ist, wenn, egal ob du jetzt sagst, die Evolution oder der liebe Gott, ja, gewollt hätte, dass wir mehr Totraum ventilieren, dann hätte er uns mehr Totraum gegeben. Ja. Wir haben es nicht und das aus einem guten Grund. Und das Dritte ist, und das sollte man vielleicht auch einmal berücksichtigen, eine ganz triviale Sache. Wenn wir manche Krankheitserreger, bakterielle Krankheitserreger, besonders gut anzüchten wollen, dann geben wir sie in einen Brutschrank, der ist ungefähr auf Körpertemperatur eingestellt. Wir reichern das Milieu mit CO2 an. Ja? Das heißt, dort ist ein erhöhter CO2-Partialdruck und es muss eine erhöhte Feuchtigkeit drinnen sein. Das sind genau die Konditionen, die wir schaffen, wenn wir längerfristig eine Maske tragen. Und damit haben wir sozusagen hier eigentlich eine Brutraumsituation. Und es gibt eben mittlerweile auch Berichte darüber, dass Leute, die die Masken tragen, in einem erhöhten Maß, wenn sie infiziert werden, auch erkranken und ähnliches. Und auch diesem Thema werden wir uns zunehmend widmen. Und ich gehe auch davon aus, dass es da dann, wenn wir es offiziell machen, sich Geschädigte oder potenziell Geschädigte melden werden. Und dann wird man sehen, ob sich daraus eventuell auch eine Klagemöglichkeit ergibt. Also das eine ist ja die Gesundheit, noch ist nicht zu vergessen die Psyche der Kinder, wo zum Teil traumatisiert werden, die sie können in der Schule nicht mehr richtig lernen können. Ich habe mit einem Lehrer auch ein Gespräch gehabt, die Kommunikation ist behindert. Da gibt es ganz viele Punkte, wo man einfach nicht beachtet. Und so nach dem Motto, ja, jetzt sterben alle Leute, jetzt musst du einfach die Maske anziehen, das finde ich ein absolutes No-Go. Und da muss ich sagen, da müssen wir möglichst schnell klar sagen können, Maske muss weg, weil es ist auch nichts bewiesen. Das weißt ja du besser als ich. Man schreibt ja sogar auf der Verpackung, diese Maske schützt nicht vor Viren und Bakterien. Da muss ich aber sagen, das steht auf der Verpackung, wie Baumwollmasken tragen, ja, in einem erhöhten Maß erkranken im Vergleich zu denen, die keine Masken tragen oder chirurgische Masken tragen. Ja. Also das ist ein schädigendes Element. Und das wird zunehmend jetzt auch durch entsprechende Daten unterstützt werden, das hoffe ich zumindest. Und das, was du ja jetzt so im Nebensatz gesagt hast, dass also die Kinder psychisch geschädigt werden und so, ist ein ganz wichtiges Faktum. Und vor allem, es hat ja Symbolkraft. Ja? Und es schärft ja auch zum Teil die Aggression. Kommt ja immer wieder vor, dass Leute, die dann keine Maske tragen, weil sie es zum Beispiel auch aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen können, ja, dann von Umgebenden attackiert werden, verbal oder zum Teil sogar sozusagen physisch. Und das hat doch niemand verdient, wo hier ein Element eingesetzt wird, das eher auf einer Willkür basiert. Definitiv. Michael, dann würde ich dich gerne fragen in Bezug auf die Maske. In Deutschland ist ein großes Thema dieses Arbeitsschutzrecht, wo es gibt. Gibt es sowas in Österreich auch? Ich nehme an, das ist wahrscheinlich EU-mäßig gesteuert. Ist das bei euch sehr ähnlich oder sogar gleich? Bei uns ist es nicht so ähnlich wie in Deutschland, aber wir haben auch Bestimmungen. Und durch den erhöhten CO2-Gehalt in der Maske und durch das Ansammeln von Pilzen, Bakterien, die dann in die Lunge, in den Körper dringen können, verstoßen diese Masken eklatant gegen Arbeitnehmerschutzvorschriften. Die Grenzwerteverordnung, der CO2-Gehalt, der maximal an einem Arbeitsplatz vorhanden sein darf, wird bis zum Zehnfachen überschritten. Wir haben ein Gutachten auf unsere Homepage gestellt von Herrn Dr. Dreindl, das das sehr schön beschreibt und dazu auch gleichzeitig einen Musterbrief für Eltern, die diesen Brief an die Schulen schicken können, an die Direktionen und an die einzelnen Lehrer, damit ihnen bewusst wird, wenn einem Kind durch das Tragen einer Maske ein Schaden entsteht, haften sie gegebenenfalls persönlich. Sie haften zivilrechtlich und allenfalls auch strafrechtlich. Und das vergessen viele Lehrer, das vergessen auch in einem anderen Sinn viele Arbeitgeber. Sie können sich nicht einfach verstecken hinter dem Schulerhalter. Sie müssen selbst den Kopf herhalten. Und das Weitere, was auch Lehrer vergessen, ist, dass wenn dann der Schulerhalter geklagt wird, weil ein Amtshaftungsanspruch bestehen sollte, der Schulerhalter sich an dem Lehrer regressieren kann. Das heißt, der Schulerhalter zahlt den Schaden und will ihn dann vom Lehrer ersetzt haben. Also in dem Sinne,
die Ärmsten, abgesehen von den Kindern, die ja hier gequält werden, wenn sie 6, 8 Stunden die Maske tragen müssen, sind dann die Lehrer, die letzten Endes übrig bleiben werden, wenn Schaden entsteht. Nur das kommuniziert ja niemand. Nur auf unserer Homepage haben wir auch heute hier einen kurzen Bericht hochgeladen, wo sich Lehrer informieren können. Ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, viele Lehrer sind sich dessen nicht bewusst, was schlussendlich dann sie in Haftung genommen werden können oder sogar so sein wird. Und wenn man die Lehrer dann informiert, werden sie sich dann zweimal überlegen, um diesen von oben gegebenen Auftrag dann an die Kinder weiterzugeben. Also das ist dann, wie ist es eigentlich mit dem, in Deutschland redet man immer von diesem Remonstrationsrecht von Beamten. Ist da sowas in Österreich ähnlich? Gibt es sowas? Das wollte ich auch gleich erwähnen. Das ist der Paragraph 44 Beamtendienstrechtsgesetz. Wenn jemand eine strafrechtswidrige Weisung als Verdachtsbediensteter oder Beamter von seinem Vorgesetzten erhält, darf er sie nicht befolgen. Und wenn er jetzt Zweifel hat, ob eine Weisung rechtmäßig ist oder rechtswidrig, dann muss er seinen Vorgesetzten davon informieren. Und wenn der Vorgesetzte ihm diese Weisung dann nicht schriftlich bestätigt, gilt sie als zurückgezogen. Also das Mindeste, was ein Lehrer oder auch ein sonstiger Beamter machen müsste, zu seinem Vorgesetzten gehen, sagen, meiner Ansicht nach begehe ich Körperverletzung und weitere möglicherweise strafbare Tatbestände. Ich möchte diese Weisung schriftlich bestätigt haben. Und dann wird sich jetzt beispielsweise der Schuldirektor überlegen, gebe ich das schriftlich weiter oder nicht? Und gibt es nicht schriftlich weiter, ist diese Weisung zurückgezogen. Weil wir müssen auch eines berücksichtigen. Es gibt einen Stufenbau der Rechtsordnung. An oberster Stelle stehen die Bundesverfassungsgesetze, die Grundrechte, dann die einfachen Gesetze und an der untersten Stelle die Verordnung. Eine Verordnung darf nicht gegen Gesetze verstoßen. Niemand darf einen anderen an seiner Gesundheit schädigen. Und wenn diese Verordnung jetzt gesetzwidrig ist, dann muss ich das kommunizieren. Also gesunder Menschenverstand, wenn jetzt jemand sagt, ich trage die Maske und mir wird übel, wäre das eigentlich schon ein Grund genug zu sagen, ich trage das nicht mehr? Also im Prinzip ja. Ja, weil ich nicht verpflichtet bin, mich selbst zu schädigen und schon gar nicht verpflichtet bin, jemanden anderen zu nötigen oder zumindest zu veranlassen, dass er sich selbst schädigt. Und die Lehrer haben ja eine Aufsichts- und Obhutspflicht gegenüber den Schülern. Ja. Das dürfen sie ja nicht übersehen. Und das Gleiche gilt dann sinngemäß auch für die Arbeitgeber. Die haben ja auch gegenüber den Arbeitnehmern eine Fürsorgepflicht. Absolut. Das ist ja dann im Prinzip das Gleiche wie bei den Lehrern eigentlich. Ja, und da ist meine Überlegung gewesen, warum schweigen die Arbeiterkammern? Warum schweigt der Gewerkschaftsbund? Warum redet keine Gewerkschaft darüber? Wo sind die Arbeitsinspektorate, die für die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerschutzvorschriften am Arbeitsplatz verantwortlich sind, die kontrollieren sollten. Ja. Einer unserer nächsten Schritte, die ich geplant habe, ist, dass wir die Arbeitsinspektorate österreichweit anschreiben und wir sie darauf aufmerksam machen, hier wird gegen Arbeitnehmerschutzvorschriften verstoßen. Und dann müssten sie eigentlich endlich einschreiten. Nur, warum sollten wir sie auffordern müssen? Sie müssten ja von selbst aus einschreiten. Und der Dr. Dreindl hat in seinem Gutachten sehr schön geschrieben, wenn jemand ein privater Betriebsinhaber an seinem Arbeitsplatz für die Arbeitnehmer diese CO2-Belastung hätte, ja, dann würde sein Betrieb bald gesperrt werden. Ja, das ist natürlich klar. Ein großes Thema ist immer noch diese Attestgeschichte. Ich höre immer mehr auch in der Schweiz, dass Ärzte sich nicht mehr trauen, einen Attest auszustellen, weil sie Angst haben vor Repressalien. Aber wie siehst du das? Das kann ja nicht sein, Martin, wenn ich jetzt ein Arzt bin und jetzt kommt jemand zu mir und sagt, ich habe folgende Probleme und es geht mir wirklich nicht gut und du untersuchst diesen Patienten oder diesen Gast und sagst, okay, das ist wirklich wichtig, dass du einen Attest hast, weil so kann man die Maske nicht anziehen. Ist denn das, wenn der sagt, nein, ich erstelle keinen Attest, das ist eigentlich schon fast unterlassene Hilfeleistung oder wie würdest du das einstufen? Naja, es ist ein Grundprinzip des ärztlichen Handelns, dass man
üblicherweise eben auf der Basis einer Untersuchung eines Patienten versucht, wo immer es geht, Schaden von ihm fernzuhalten. Und wenn ich den Eindruck habe durch die körperliche Untersuchung des Patienten, dass eine Maske schädigend wäre, dann ist es selbstverständlich nicht nur legitim, sondern es ist die Pflicht, diesen Patienten vor weiterem Schaden zu bewahren und ihm ein Attest auszustellen. Das, wo ich mich rechtlich zu wenig auskenne, ist die Fragestellung, weil das ist in Österreich gerade heiß diskutiert aufgrund eines Präzedenzfalls, ob es grundsätzlich auch möglich ist, ohne Untersuchung einer Person so eine Maskenbefreiung auszustellen, weil grundsätzlich davon auszugehen ist, dass durch die Maske gewisse Schädigungen passieren können und man sozusagen aufgrund der vorliegenden Daten man zumindest diskutieren kann, ob ich meine, wenn mir einer schreibt, wie ist das jetzt? Ich halte mir eine Waffe ans Bein und die ist geladen, soll ich abdrücken oder nicht? Dann würde ich als Arzt sagen, tu es nicht. Und dafür muss er nicht bei mir vorbeikommen, dass ich mir das Bein oder die Waffe anschaue, sondern da denke ich mir, da ist der Zusammenhang so logisch, dass ich das nicht machen muss. Wir müssen aber ehrlicherweise zugeben, dass es bei der Maskenfragestellung eine Abwägung der Güter ist, der Vor- und der Nachteile, weil in manchen Situationen kann eine Maske durchaus einen Sinn machen, aber dann ist die Qualität der Maske zu berücksichtigen. Also das kann dann nicht so eine selbstgewebte irgendwas sein, sondern es gibt hochwertige Masken FFP2 und FFP3, beziehungsweise die N95-Norm, ja. Und diese Masken sind auch in der Lage, wenn sie korrekt getragen werden, das kommt immer noch dazu, die Übertragung eventuell zu verhindern. Und wenn ich mit sehr sensiblen Gruppen zu tun habe, die also im Falle einer Infektion sehr schwer erkranken würden, dann kann es Sinn machen, dass ich versuche, hier möglichst Schutzbarrieren, so gut es halt funktioniert, einzubauen. Und da könnte es dann schon auch Sinn machen, dass Leute Masken tragen. Also insofern müsste man ihm natürlich auch fragen, was machst du beruflich, mit welchen Leuten hast du zu tun, pflegst du zu Hause jemanden, der zum Beispiel immunsupprimiert ist, dann muss man sagen, dann ist es schwierig, ja? Aber ansonsten, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn irgendjemand aufgrund seiner körperlichen Beschwerden das Risiko hat, das Maskentragen noch schwerer zu erkranken oder stärkere Beschwerden zu bekommen, ist ihm selbstverständlich eine Maskenbefreiung auszustellen. Ja. Also ich kenne jetzt eigene Fälle in der Schweiz, wo der Arzt gesagt hat, nein, Sie bekommen keinen Attest. Und das war ein Kind, wo gesagt hat, ich habe Schwindelgefühle, ich habe Übelkeit und ich habe Kopfschmerzen, wenn ich die Maske tragen muss eine gewisse Zeit. Und da hat der Arzt gesagt, nein, das ist kein Grund, einen Attest auszustellen. Und da muss ich dann schon sagen, ja, also fällt mir dann schwer, sag jetzt mal als Laie, das zu verstehen. Nein, aber nur dazu, ich weiß nicht, was Dr. Brunner dazu meint, aber auch dazu, dann würde ich die Erziehungsberechtigten dazu auffordern, den Arzt bestätigen zu lassen, dass es nicht zu einer Maskenbefreiung kommt. Also das nur zu sagen, ist nicht in Ordnung, sondern dann soll er dafür auch gerade stehen, damit er, wenn irgendetwas passiert, dann auch dafür haftet, dass er keine Maskenbefreiung ausgestellt hat. Weil sonst besteht ja immer die Möglichkeit, dass er sagt, naja, habe ich ja nicht so gemeint, ne? Also das ist vielleicht ein guter Punkt, dass man auch dann das negative Resultat schriftlich verlangt, sagt, okay, wir akzeptieren das, aber geben Sie mir das bitte schriftlich. Falls irgendwas ist, dann weiß ich Bescheid, und dann kann man entsprechend handeln. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, oder, Michael? Ja, das ist ganz auch meine Meinung. Wenn der Arzt sich weigert, eine Maskenbefreiung zu attestieren und es liegen tatsächlich medizinische Gründe vor, dann soll der Arzt das auch schriftlich bestätigen und er kann gleichzeitig schriftlich bestätigen, für den Fall, dass ich mich geirrt habe, verständige ich meine Haftpflichtversicherung. Okay. Weil dann haftet er. Und er haftet nicht nur zivilrechtlich, er wird auch unter gegebenen Umständen strafrechtlich haften. Und wenn dann wirklich ein Schaden entsteht, würde ich dem Patienten empfehlen, das volle Register zu ziehen. Der Arzt gehört angeklagt, er gehört, wenn eine wesentliche Gesundheitsschädigung dadurch eingetreten ist, strafangezeigt und zivilrechtlich belangt. Der Arzt ist seinem Beruf und seinem Eid verpflichtet, genauso wie wir Rechtsanwälte. Und eine solche Bestätigung haben wir auch vor, in nächster Zeit auf die Homepage zu stellen. Die kann sich dann jeder herunterladen und jeder Arzt, der sich weigert, soll diese Bestätigung ausfüllen, unterschreiben, Stempel und Datum drauf. Schreibt gerade jemand im Chat, kein Arzt wird das gibt dir das schriftlich, der schmeißt dich raus. Das ist so der Kommentar von der Community.
es genügt seine Verweigerung. Und wenn ich jetzt beispielsweise meinen Freund, meine Freundin dabei habe, ist das ein gelungener Zeugenbeweis. Er braucht sie an letzten Endes nicht zu geben. Jetzt lässt sich ja bei Gericht das nachvollziehen und beweisen. Okay. Es gibt ja auch den Besuch des Patienten beim Arzt, der datumsmäßig dokumentiert ist. Also das ist ja sehr, sehr kleingläubig, wenn er glaubt, der Arzt, dass er sich damit aus der Haftung entziehen kann. Ja, sehe ich auch so. Ja, ich würde noch sagen, wir haben noch Fragen, da konnte das Publikum stellen. Es gibt nur drei Fragen, da können wir mal mit der ersten anfragen an Professor Hadic. Gibt es für Österreich eine Möglichkeit, korrekte Zahlen an Betten intensiv, normal, gesamt belegt zu bekommen? Viel recherchiert, aber bis dato nichts Valides gefunden. Gibt es? Wobei, wie valide die Daten sind, das ist die Frage. Aber man findet zum Beispiel auch auf der Homepage des ORF, ja, also wenn man zum österreichischen Rundfunk geht und dort AGES eingibt, also für die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, findet man die Belegszahlen, und zwar die Betten, die für SARS-CoV-2-Infizierte vorgesehen sind und den aktuellen Belegungsschlüssel sozusagen, und das Gleiche auch für Intensivbetten, wobei das natürlich flexible Zahlen sind. Es sind offensichtlich, das ist mir heute aufgefallen, wieder 100 Betten offensichtlich für den Intensivbereich umgewidmet worden, wodurch sich der prozentuelle Anteil der Belegung von 51% auf 43% reduziert hat, weil plötzlich mehr Betten zur Verfügung stehen. Aber wir befinden uns da sozusagen, und das sollte man auch wieder klar machen, auch wieder in einem Bereich einer gewissen Datenunsicherheit, weil das wird in der Schweiz nicht anders sein. Es werden ja alle Leute gezählt, die SARS-CoV-2 positiv getestet sind, unabhängig davon, ob sie infiziert sind, ob sie daran erkrankt sind oder ob sie sozusagen die schwere Manifestation Covid-19 haben oder nicht. Es ist ausschließlich sozusagen die Belegung von Betten und Intensivbetten durch positiv getestete Personen. Und das sozusagen in dieser Art und Weise schlägt sich das nieder. Und Ähnliches, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so gehandhabt wird, aber in der EU zumindest ist es ja so, dass jeder, der innerhalb von 28 Tagen vor seinem Tod SARS-CoV-2 positiv getestet worden ist, dann als Covid-Toter gerechnet wird. Unabhängig davon, ich habe gerade gestern erfahren, dass eine Frau Suizid begangen hat, die war positiv getestet und ist jetzt auf der Covid-19-Liste. Krass. Das ist schon heftig. Also 28 Tage, diese Zeitraum war mir nicht ganz klar. Ist das ein EU-Standard, weißt du das, 28 Tage? Ich habe zumindest die Information bekommen, dass die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit sich hier an den europäischen Standards orientiert. Okay. Ja, es ist halt das, was ich auch gehört habe, wenn du irgendwo im Auto überfahren wirst und du wirst vor einem Monat, hattest du eben einen positiven Test, dann bist du ein Corona-Toter. Und das ist natürlich etwas, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sowas geht nicht. Das kann es nicht sein. Und da gibt es noch viele andere Zahlenbeispiele, die momentan durchgeführt werden, wo man wirklich sagen muss, ach Leute, was soll das? Mit den Statistiken die entsprechenden Zahlen werden abgeändert, dann werden plötzlich Tote hinzugezählt. Wir werden das jetzt natürlich auch kontrollieren, vor allem in der Schweiz. Wir haben plötzlich, wurden die Toten nachgeführt, ein paar Wochen lang, also Anfang Jahr war es immer nur 1, 2, 3 Tote Differenz, jetzt plötzlich reden wir von 150 pro Monat Differenz. Da muss man sich dann schon fragen, woher kommen die Toten plötzlich her? Da gibt es viele Fragen, die man dann aufarbeiten muss. Dafür gibt es hoffentlich auch seinen Ausschuss, hoffentlich auch bald in der Schweiz. Aber eben, schauen wir mal. Gehen wir mal nächste Frage. Was denken Sie über die Massen, über den Massentest, die angeblich in Österreich nach dem Lockdown durchgeführt werden? Diese sollen in Anführungszeichen freiwillig sein. In der Slowakei haben wir ja gesehen, wie freiwillig das war. Michael, magst du da vielleicht was sagen? Ja, ganz kurz kann man das beantworten. Es gibt in Österreich keine Rechtsgrundlage dafür. Es kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen und gezwungen kann niemand werden. Und es kann schon gar niemand gezwungen werden, wenn er keine Symptome hat. Es geht in Österreich nicht nach unserer Gesetzeslage. Und wenn jemand eingeladen werden sollte, weil er irgendwelche Symptome aufweist oder weil er krankheitsverdächtig ist, weil er mit jemandem in Berührung war, der positiv getestet ist, dann soll er einen Bescheid verlangen. Und diesen Bescheid, den kann man bekämpfen. Und ich gehe davon aus, er wird obsiegen.
Weil man kann nicht einfach jemanden anrufen am Telefon oder persönlich vorbeikommen und sagen, er soll zu einer Testung kommen. Das ist in einem Rechtsstaat nicht üblich und nicht durchführbar. Ja, aber jetzt mal eine Frage, rein theoretisch, so wie die alle Gas geben in den Regierungen mit ihren Verordnungen und so weiter, wenn jetzt das ähnlich geht wie Slowakei, dass du morgen dann entweder machst einen Test und sonst kannst du nicht mehr einkaufen gehen oder kannst nicht mehr arbeiten gehen, wie sieht denn das aus? Wäre das auch denkbar in Österreich? Aufgrund der derzeitigen Lage würde ich es nicht für denkbar erachten. Aber selbst wenn das der Fall wäre, soll jeder sagen, ich will jetzt einen Bescheid. Und dann bringen wir halt 4 Millionen Beschwerden dagegen ein. Okay. Es lässt sich alles machen. Okay, also. Aber man kann nicht einfach schweigen dazu. Definitiv nicht freiwillig testen lassen, wenn das jemand nicht möchte, Bescheid verlangen und dann Beschwerde einreichen. Wenn ja, jemand Roger, vielleicht. Ja, Martin? Roger, vielleicht nur noch ein Aspekt dazu. Man sollte sich vielleicht auch kurz in die Lage der potenziell zu Testenden versetzen und fragen, welche Erwartungshaltung haben die denn? Es gibt ja Leute, die machen freiwillig Tests, weil sie sagen, ich möchte wissen, ob ich infiziert bin oder nicht. Und da muss man sagen, wenn die Leute keine Symptome haben, insbesondere, ist die Aussagekraft des Tests im hohen Maß eingeschränkt. Mhm. Und für diese Massentests werden dann eventuell sogar noch Antigentests eingesetzt und keine PCR-Tests. Und der PCR-Test hat schon eine gewisse Unsicherheit. Ja? Die Antigen-Tests haben noch viel mehr Unsicherheit. Das liegt schon in der Natur des Tests. Mhm. Und insofern erwarten sich dann vielleicht Leute, die es freiwillig machen, um über den Infektionsstatus Bescheid zu wissen, vielleicht auch zu viel vom Test. Und man darf auch eines nicht vergessen, es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Mhm. Diese Momentaufnahme bringt etwas, wenn jemand Symptome hat, weil zu diesem Zeitpunkt sozusagen das Ergebnis ja eine andere Gewichtung hat. Aber wenn jemand keine Symptome hat, bringt diese Momentaufnahme gar nichts. Ja, und das ist die nächste Thematik, das ist wahrscheinlich in Österreich gleich wie in der Schweiz. Wer stellt fest, ob man eine Infektion hat oder nicht? Das ist ja wahrscheinlich definitiv nicht ein PCR-Test. Die Frage, ob jemand krank ist, entscheidet der Arzt. Genau. Wenn jemand Beschwerden hat, dann soll er zum Arzt gehen und der Arzt wird dann nach klinischer Untersuchung des Patienten jene Untersuchungen veranlassen, die im Zusammenhang mit dem Krankheitsbild plausibel erscheinen und die wichtig sind, um die Diagnose zu stellen. Und da kann auch durchaus einmal eine PCR drunter sein, SARS-CoV-2-PCR drunter sein, vielleicht auch zusätzlich eine Influenza-PCR und so. Das soll der Arzt entscheiden. Und bei einem kranken Patienten nimmt auch die Aussagekraft dieses Tests deutlich zu. Also ich bin ein bisschen auch zur Ehrenrettung des PCR-Tests, das ist mir ganz wichtig, zur Ehrenrettung des PCR-Tests, ja, dass ich sage, für die Diagnostik bei Kranken ist das Beste, was wir im Moment haben, aber es ist nicht geeignet zur Diagnostik bei Leuten, die keine Symptome haben. Ja, ich sehe es auch so. Also man sollte ja keine Menschen testen, die keine Symptome haben. Man redet immer von dieser asymptomatischen möglichen Ansteckung. Da gibt es, glaube ich, keine einzige valide Studie, wo das beweist, dass das so ist. Und das hat ja auch der Professor Bakhti mal gesagt. Es gibt in China eine Studie, wo er beweist, dass dem nicht so ist. Vor allem keine schwere Fälle nachweist bei asymptomatischen Fällen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man das nicht vergisst. Weil genau das ja die Thematik, wo die immer sagen, es kann ja sein, dass du nichts spürst, aber trotzdem den Virus weitergibst. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man möglichst schnell klären muss, auch medizinisch, zum sagen, nein, das können wir sozusagen ausschließen. Wenn ich dazu kurz einen Kommentar geben darf, ich meine, diese Aussage dieser sogenannten präsymptomatischen Infektiosität, also dass ich schon infektiös bin, bevor ich Symptome habe, beruht ja zumindest in unserem Sprachraum in erster Linie auf einer Veröffentlichung, die sehr prominent publiziert worden ist, von einer Münchner Gruppe, und ich möchte die jetzt auch gar nicht beschuldigen, die haben damals unter sehr großem Druck das veröffentlichen müssen, weil das war in der Anfangszeit, wo man noch wenig gewusst hat, und da war eben eine Situation, wo angeblich der Indexpatient, in dem Fall war das ein weiblicher Indexpatient, angeblich erst am Heimflug nach China klinische Symptome bekommen hat.
Da hat dann aber sozusagen durch telefonische Nachfrage hat sich herausgestellt, dass diese Dame schon bei den Besprechungen, die in Deutschland stattgefunden hat, Entzündungshemmer bzw. fiebersenkende Mittel genommen hat und zu dem Zeitpunkt schon klinische Beschwerden gehabt hat. Aber das war eben bedingt durch die medikamentöse Therapie nicht evident. Und deswegen wurde sie primär als asymptomatisch klassifiziert. Das wäre, so ein Diskurs ist ja in jeder Wissenschaft durchaus erwünscht und gut. Das Problem ist nur, genau basierend auf dieser Studie müssen ja eigentlich jetzt alle die Masken tragen. Wenn man sagt, ich weiß nicht, ob der infektiös ist oder nicht, weil er könnte ja morgen dann krank werden und dann ist er heute schon infektiös. Und zur Infektiosität gehört neben der Menge an Viren, die ich im Rachen habe, letzten Endes auch dazu, dass die irgendwie auf mein Gegenüber übertreten können. Und da kennen wir die Szenarien und das ist Schreien, das ist Rufen, das ist wahrscheinlich auch Singen. Es hat Ausbrüche bei Chören gegeben, aber ansonsten sind das kranke Leute. Das sind Leute, die husten und niesen und solche Symptome haben. Und insofern muss man sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, von asymptomatischen Leuten bei normalen sozialen Kontakten von einer Infektiosität auszugehen, egal ob sie das Virus im Rachen haben oder nicht. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt und das ist ja diese Studie, wo du vorher erwähnt hast, wenn das wirklich stimmt, ich gehe davon, das war so, dann dürfte man das eigentlich nicht eins zu eins so übernehmen und dann sagen, ja, wir müssen aufpassen wegen diesen, was hast du, präsymptomatische Infektiosität. Also das ist ja ein absolutes No-Go und sowas hoffe ich, dass das aufgearbeitet wird, dass man sagen kann, ein Mensch, der nichts spürt, der sich gesund fühlt, ist nicht gefährlich oder ist nicht kann den Virus nicht weitergeben. Das wäre natürlich die schönste Aussage, oder? Schau mal, Roger, die Leute haben bei Franken ein, zwei Tage vorher schon messbares Virus im Rachen. Aber sie geben offensichtlich keine ausreichende Menge in die Umgebung ab, ja, und behalten sozusagen die Viren im Körper. Und das, was sie abgeben, sind vielleicht niedrige Dosen, weil sonst hätten wir ja durch die Tatsache, dass es so etwas gibt wie Maskenbefreiung, dadurch, dass es so etwas gibt wie Leute, wie Kinder, die keine Masken tragen müssen und so weiter, hätten wir ja dort massenhaft Infektionen. Das ist aber nicht der Fall. Ja? Und wir hätten in Familien, wo ja zumindest in den eigenen vier Wänden keine Masken getragen werden, nicht die Ergebnisse wie in der Heinsberg-Studie, wo nur ein Teil der Familienmitglieder infiziert ist, sondern da wäre ja alles voller Aerosol und dann wären alle infiziert. Ja. Ist aber nicht der Fall. Ja. Also ich bin sehr dankbar für diese Ausführungen, dass die Leute einfach auch das mitbekommen haben, wie du das meinst. Wir sind doch, jetzt sind wir da fast 4000 Leute, die zuschauen. Und jetzt gehen wir noch mal auf die nächste Frage. Welche Rechtsordnung gilt noch in Österreich? Da ist gerade Michael rechtzeitig wieder gekommen. Kannst du dazu was sagen zu dieser Frage? Es gelten natürlich noch die Gesetze so wie eh und je. Und wir müssen uns bemühen, diese Gesetze wieder zur Geltung zu bringen und nicht durch eine Verordnung eines Gesundheitsministers aushebeln zu lassen. Und wir fechten auch jetzt den nächsten Lockdown an und wir fechten auch die nächste Verordnung an. Es wird von unserer Seite alles angefochten. Das ist gut zu wissen. Das waren jetzt eigentlich auch alle Fragen, die das Publikum hatte. Ich wollte mich einfach herzlich bedanken. Ich kann mal schauen, vielleicht kann ich schnell, ich habe gerade den Link bekommen, ob das funktioniert, dass ich den Link, genau, das scheint zu gehen. Ich kann das schnell mal rüber switchen. Moment, so sieht das aus. Das ist die Pressekonferenz, wo ich dann nachher verlinke, wo man dann nachher auch anschauen kann. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter. Wo die verschiedenen Personen reden, das werde ich dann gleich verlinken, das ist gerade reingekommen, dass ihr dann im Anschluss die Menschen die Pressekonferenz auch anschauen können. Das ist sicher auch sehr spannend, das dann zu verfolgen. Sämtliche Links, wo wir besprochen haben, werden natürlich in der Beschreibung zu finden sein. Ich kann mich einfach nur herzlich bedanken an euch beide. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, vor allem für Österreich, aber auch für den deutschsprachigen Raum und schlussendlich für die ganze Welt, dass es so Menschen wie euch gibt, wo bereit sind, für die Wahrheit, für das Recht einzustehen. Und ich hoffe sehr, dass wir da auch in der Schweiz zusammenarbeiten können. Ich denke, da gibt es auch Überschneidungen, vor allem im medizinischen Bereich, wo man zusammenarbeiten kann, sei das mit Umfragen und so weiter. Und ich denke, ich sage immer, wir sind viele und werden immer mehr. Das ist so mein Spruch, weil wenn wir einer mehr sind, sind die anderen einer weniger. Also sehe ich das positiv und wie sagt man so schön, aufgeben ist keine Option.
Absolut richtig. Ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch beiden. Wir werden sicher in Kontakt bleiben und wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis bald. Roger, ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Bis dann. Vielen Dank, noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Bye bye. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. So, das war ein tolles Interview mit Dr. Michael Brunner und Professor Dr. Dr. Martin Hadic. Gründung vom ACO Österreich. Ich werde euch den Link von der Pressekonferenz von gestern nachher noch nachliefern. Wenn ihr mögt, bitte alle auf DLive, weil hier auf YouTube das Video wird nachher nicht mehr zu sehen sein. Das wird auf privat gestellt. Ich werde die Plattform nur noch brauchen, um live zu streamen. YouTube gibt Vollgas mit der Zensur. Das haben wir gestern wieder erfahren mit diversen anderen Kanälen. DLive werde ich live streamen können. Facebook funktioniert noch. Twitch und Twitter geht noch, aber alles andere, ich werde da nicht mehr, habe keine Lust mehr, da die Repressalien von YouTube, das mache ich nicht mehr mit. Und solange das geht, geht's, aber dann passt schon. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir bleiben dran und ich denke, die nächsten Wochen werden auch spannend in Österreich. Ich hoffe, dass sie da auch wieder diesen Erfolg haben werden, wie beim ersten Lockdown. Ich bin zuversichtlich und da werden wir dann entsprechend wieder berichten. Jetzt zum Schluss wünsche ich euch alles Gute und ihr wisst, was jetzt kommt. Glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Und jetzt kommt wieder das Lied. Ich glaube, das wird uns allen gut tun. Einen schönen Abend und bis bald. Tschüss zusammen. Bye bye. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf, kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf. Kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele. Und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland,